herzlich willkommen zurück, Klabusterfreundchens und Freundinnen. Ich flaniere hier wieder durch das Schloss bei Castlevania Lords of Shadow. Brofade. Ja, wir haben gerade oder vorhin oder wann auch immer die Fähigkeit bekommen, die Zeit anzuhalten. Womit wir wohl jetzt genau dorthin kommen. Weil diese Fähigkeit hat uns ja vorhin gefehlt. Und einer Schrifthölle hieß es ja auch, hätte man nur diese Fähigkeit, dann wäre alles viel leichter. Das heißt, wenn die Elektro-Dinger hier vorbei sind, heißt es Fläschchen werfen. Aber davor werde ich mich hier nochmal auftanken. Und hier sind hoffentlich ein paar Flaschen drin. Jawohl. Was für ein Zufall. Shit. Ist natürlich doof. Okay. Muss es irgendwie noch herausfinden, was hier das Beste wäre. Das war natürlich nicht das Beste, aber ich will diese Seite. Kann ich mich jetzt hier nochmal irgendwo aufladen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann ja hier mal die Tür aufmachen, ne? Oh shit. Okay, jetzt brauche ich erstmal wieder ein paar Fläschchen. Von woher auch immer. Ich glaube, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, sind die Kisten wieder da. Das werden wir einfach mal testen. Du. Glockenruhm. Nein, Uhrenzimmer. Uhrenzimmer. Sollen jetzt nicht wieder einfach auf B hauen. Oh shit, was macht der kleine Scheiß jetzt hier? Okay. Schade, dass es hier kein... Hoffentlich hält er das einfach gedrückt. Ganz lang. Okay, ich habe schon mal nach da oben geschafft. Tja, was habe ich jetzt aktiviert? Einfach nur verbessert? Oh! Ich kann jetzt die Magnetbahn benutzen, oder was das ist. Your Comet Cross has been upgraded, now you can use the Magnetic Rail! Ey, woher wusste ich nur, dass es Magnetbahn heißt? Das ist ja wie beim Metroidvania. Magic. Okidoki. Man, es gibt wieder so viele Möglichkeiten, hier weiterzukommen. Krasse Scheiße. Ja, aber wir folgen jetzt erst bei dem roten Pfeil. Oh, nicht schon wieder in einem Workshop. Ich habe so das Gefühl... Der wird dann noch irgendwann auftauchen, der Maker, Toymaker, Maker Makers Toy. Mal schnell Dings, damit die Anzeige wegkommt. New. Alcard cannot, bla, bums. Wow, auch nach 30 Jahren. Okay. Alucard cannot manifest the same level of power as his father and so realize, no? Okay. Fledermäuse. Ach, die... Okay. Natürlich. Warum... Ach du Scheiße.
Das wird ja immer interessanter. Ach, das ist wahrscheinlich Frankenstein da auf dem Kopf. Oder auf dem Kopf, der Kopf da. Oh, Scheiß. Ups. Das heißt, ich kann da dran vorbeijumpen oder irgend so eine Scheiße treiben. Oh, wie kommt man da hin? Vielleicht finden wir das noch heraus. Ja, das war so klar, ey. Ich habe auch nur noch einen kleinen Fitzel Energie gehabt. Sorry, Leute. Für den Fail. Was sein muss, muss sein. Hui. Okay. Dann schweben wir erstmal hier weiter. Vielleicht kommen wir so zur Kiste. Hapuff. Hapuff. Einfach durch. Und wohin jetzt? Ich weiß es nicht. Ne, okay. Das war's nicht. Ich muss mal kurz was trinken. So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach gleich zu den Puppen. Nicht lange rumdudeln. Machen die einfach mal gleich platt. Toll. Lass mich aber trotzdem von der Scheiße hier plätten. Jetzt los. Wow. Ich hoffe, das war jetzt die letzte. Puh. Ich brauche auf jeden Fall Heilung. Heilung! Nein. Ich wollte nur mal schauen, was da unten ist. Super. Ich dachte, wenn ich jetzt R drücke, klatscht er gleich an die nächste ran, wie beim Schwingen auch. Das war ein Fehler. Ein mächtig großer... No. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ruhe. Ach Mann, warum bin ich so blöd? Das wird eine fehlige Runde, ey. Verdammt.
Verdammt, Mann. Warum gibt es hier auch nirgends Energie, ey? Und nochmal zu diesen Pennern. Alles klar. Sorry, dass ich das hier besser geregelt bekomme. Okay. Wenn ich in die Richtung drücke, dann kann ich RT drücken. Energie? Ja, oh, alles. Boah, geil. Danke, lieber Gott. Danke, lieber Gott, ich bin ein Vampir. Ich will schauen, was es da unten gibt. Autsch, autsch. Die sind schon ein bisschen blöd zu besiegen, ey. Vor allem, wenn man nichts weiter dabei hat. Ach, hier war ich schon mal. Okay. Da war nämlich eine kleine Lesestunde mit Mikey Boy. Upsi. Ach Gott, falscher Knopf. Wo muss ich überhaupt? Noch da drüben. Okay, da habe ich irgendeine Fähigkeit herbekommen gehabt. Ich weiß nicht mehr was. Okay, hier kann ich rumbeamen. Ja, endlich geht's hier weiter. Ein neuer Raum. Karussells Engine. Oh. Scheiße, wohin zuerst? Ah. Ah, Magic. Erweiterung gefunden. Gut, wenn es da eh nicht weitergeht, dann habe ich nichts, was mich davon abhält, hier weiterzugehen. Oh shit, was ist da gewesen? Pokebälle! Komm, schnapp sie dir alle und werd der Beste. Oh shit. Irgendwie sieht das nicht normal aus. Oh, ah. Naja, okay. Ja, sowas konnte ich nicht. Na, hier ist wieder. Nee, nee, nee. Noch keine Tipps. Das kostet nur unnötig XP. Wir schauen einfach, was jetzt passiert.
Nicht viel. Was? Ich kann hier was usen? Okay. Ah. Dann kann ich hier den da unten ja auch bewegen. Okay, nochmal schauen, was passiert, wenn ich hier drücke. Darf ich da durch? Ohne dass es mir weh tut. Okay. Na, der spiegelt schon mal nichts. Natürlich habe ich keine Ahnung, wohin der Strahl eigentlich muss. Wahrscheinlich von links und von rechts. Okay, ich muss nochmal auschecken, wenn ich an den Schaltern ziehe. Okay, das sieht schon mal interessanter aus. Mal schauen schnell. Wenn ich hier den nochmal dahinter schieb, was passiert? Okay, da passiert nichts. Okay, mit dem anderen Schalter drüben konnte ich ja die linke obere Kugel bewegen. Haltet mal. Ja, okay, das ist ein bisschen ein Schwachfug. Okay, die geht nur hoch und runter. Also jetzt, ficken. Ich verstehe. Schieben wir einfach noch mal hier rum. Okay. Okay, das wird irgendwas. Ah, ich kann die da oben auch wieder schieben. Eieiei. Okay, das geht nicht weiter. Aber das ist auch Blödsinn hier. Ich könnte natürlich auch die da einschieben. Was passiert eigentlich, wenn ich die da einschiebe? Hm, gar nichts. Okay, testen wir das alles mal so. Okay, das ist auch Blödsinn. Okay, das ist schon Schwachsinn so. Buh, 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 buh. Na. Das ist ja Geschmarri. Wenn ich die jetzt wegschiebe, dann ist es gar nichts. Blödsinn, Blödsinn. Okay, also die da hinschieben ist Schwachsinn. Aber da geht echt nichts, oder? Nüpp. Okay.
Ist auch Bullshit. Mal schnell da gucken. Das ist auch Bullshit. Also es bewegen sich die drei hier immer. Nochmal da drüben gucken, was sich da bewegt. Da bewegen die sich so. Boah, ich bin gerade überfordert. Das heißt, ich muss da noch ein bisschen rumtesten. Aber wie es dann hier weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Vergesst nicht zu abonnieren, kommentieren, Daumen hoch. Ein Klabuster, Ahoi. Bis zum nächsten. Tschüss.